Mo, du hast schon geklatscht. Ich bin nicht Mo. Ja, ihr vergesst, wie das Format heißt. Das ist Thomas Kommentierstunde. Hier bin ich Thomas. Mo, jetzt kannst du klatschen. Thomas Kommentierstunde nach einer Idee von Sebastian Fitze. Willkommen zurück zu einer neuen Thomas Kommentierstunde. Und diesmal haben wir eine besonders feierliche Episode für euch. Nämlich habe ich euch letztes Mal auf Facebook, auf Instagram, Facebook und all diesen Kack-Kanälen dazu aufgefordert, dass ihr den lieben Georg in diesem Screenshot zu einem Meme verarbeitet. Einfach nur, damit wir ihn ein bisschen ärgern können, damit sein Ego, das eh schon so hoch ist, ein bisschen runtergeschraubt wird auf das Niveau, wo es hingehört. Und die besten zwei kriegen natürlich auch einen personalisierten Preis von uns, nämlich ein Lied, das wir extra für euch schreiben. Das ist ein Vorwand, damit ihr bis zum Ende bleibt und wir Watchtime bekommen. Arschloch! Also ja, ohne lang rum zu reden, schauen wir doch gleich rein, was ihr uns für Mimis geschickt habt. Unsere erste wunderschöne Einreichung kommt von Mr. Paul Jacobs. Was mir natürlich sehr daran gefällt, ist, dass er mich als eine erhobene Gottheit dargestellt hat, die aus den Wolken hinabreicht und den Georg schöpft, der da auch sehr authentisch eine extrem kleine Nudel hat. Es ist einfach so voll mit nicen Details, die ich wirklich appreciate. Hier im Himmel sind ganz viele kleine, nackte, schwabbelige Petsbabys, die um mich herum wabern, als wäre ich der Zellkern. Und das Detail, das ich am nettesten finde, ist, dass du tatsächlich die Hand vom Georg reingeschoppt hast. Du warst nicht faul und hast einfach die Hand aus dem Originalbild genommen, sondern das ist die echte Georg-Hand. Danke dir, Paul Jacobs, dass du mein wahres Wesen erkannt hast. Also Pluspunkt für dich mit Sternchen. Zwei Minus. Bekommt er eine 2 Minus oder bekommt er 2 Minuszeichen? 2 Minuszeichen und das addiert sich zu einem Plus. Wow. Georg als unseren Herrn und Erlöser Jesus Christus darzustellen, finde ich sehr blasphemisch. Es ist nur dann okay, wenn ich als Gott dargestellt werde. Thomas Wiedar hat den Georg wiederum dargestellt als einen Bob Marley-Verschnitt mit einer dubiosen Zigarette in der Hand und einer tagesaktuellen Message im Bild, nämlich Stay home and broaden your horizon. Du nutzt die aktuelle Krise aus, damit du Pluspunkte bekommst. Nein, das gibt keine Pluspunkte, ich gebe dir 500 Minusse. Wie viele Plus sind das dann? Wenn man die zusammennimmt, sind das 250 Plusse. Also alles, alle gute Glückwünsche. Das nächste Bild von BJRB. Es ist an sich ganz nett gemacht und alles, aber vielleicht bin ich zu sehr out of the loop, um zu verstehen, ob das irgendeine Referenz an irgendwas ist. Deswegen kann ich dir keine Punkte geben. Inspiriert von Dali und René Magritte, bin ich mir sicher, kam dieses Werk hier zustande, wo der Georg als ein... Was ist das überhaupt? Das ist ein Lieblingsding, obwohl ich es immer hasse. Ich liebe es sehr. Um mich zum Lachen zu bringen, ist echt nicht viel notwendig. Das ist ein Meisterwerk. Das wäre meine Meinung, wenn du es dabei belassen hättest. Aber du hast weiter drunter kommentiert, nämlich, dass das eigentlich ein gefladertes Bild ist. Und da muss ich dir schon ein paar Punkte dafür abziehen. Stiehlst du nicht 90% von deinem Content selber? Ja, aber wenn ich es mache, ist das okay. Wie heißt diese Regelung auf YouTube, wo man das machen darf? Rule 34. Genau, Rule 34. Man darf 34 Mal Content fladern. Dann ist es okay. Manchmal braucht man nicht sehr viel Aufwand, um beeindrucken zu können. Das zeigt am besten der Herr Martin Heresi in seiner Reklaminterpretation von Georgs Rauberfresche. Ich gebe ihm 3 von 5 Georgs. Pittinger, bitte gib uns Geld. Wir sagen eure Drecks. Wir promoten. Paul F. Gruber, du hast halt ein Meme-Format verwendet, das man kennt, aber inhaltlich hat das nicht wirklich eine große Reichweite. Das funktioniert nur, wenn man den Georg kennt. Und ganz eindeutig habe ich mit einer Georg-Meme-Challenge gemeint, dass es jeder verstehen muss. Das ist zu spezifisch, das geht nur auf eine Nische zu. So. Der Typ aus der Mediamarkt-Werbung? Ja. Das ist super, das nehme ich. Wo kommt der Spaß her? Paul F. Gruber. Florian Schwalzberger hat das hier gemacht. Man macht nicht einfach ein Meme aus Georg Rauber. Macht man nicht, dann muss ich dich auch nicht berücksichtigen. Ab zum nächsten. Dieses nächste Meme lädt nicht seit über 2 Minuten, deswegen kann ich es auch nicht bewerten. Oh, es ist da. Okay, 0 von 10 Punkten. Gabriel Haselmeier hat wiederum genau das umgesetzt, was ich vorher beim Paul kritisiert habe, das zu wenig war. Nämlich der Broad Appeal. Jeder wird sich damit identifizieren können, das erste Mal wieder in den Bars sitzen zu können nach dieser internationalen Krise und das erste Mal ein Getränk wieder bestellen zu können. Da ist Humor drin, da ist Empathie drin, da ist Liebe drin, da ist Menschlichkeit drin. 1 von 10 Sternen. Kampfkreisel mit Georg. Neue Sendung auf ORF 0. F0. Why is this funny? Die Sache, die ich noch nicht erwähnt habe, die finde ich alle Einreichungen besser macht, von der ihr nichts wusstet, ist,
Das ist nicht Georgs Zeigefinger, das ist eigentlich sein Mittelfinger. Das kleine Kind, das den Mittelfinger zur Schokolade zeigt auf der Packung, ist eine großartige Sache. Dieses Bild kommt von und ich habe dich genau im Auge. Ich habe genau gesehen, dass du mit diesem anonymen Profil genau eine Minute, bevor du das Bild gepostet hast, erst Tim Turbo geliked hast, damit man das nicht mit deinem echten Namen verknüpft, nicht wahr? Du nutzt die Anonymität des Internets. Dafür muss ich dir schon mal aber gleich ein paar Punkte abziehen, dass du dich nicht traust, mit deinem echten, kompletten Wesen dazustehen. So wie ich. Thomas. Ich bin jetzt leider halt nicht die politisch involvierteste Person, aber soweit ich das verstanden habe, kommt dieses Mimi aus einem recht sexistischen Ursprung. Und deswegen, fuck off. Darf ich auch mal? Von Alex Elisee kommt dieses Bild hier, wo sie den Georg, den ich sehr respektiere und schätze, als ein Mitglied von der deutschen Band Deichkind dargestellt haben. Steckt nicht sehr viel dahinter, ich mag die Musik, bla bla bla. Nicht ins Gesicht! Nicht mit dem Penis! Doch. Diese Einreichung ist von Frau Kono.hohe, die ihr vielleicht kennt aus dieser 80er Wiener Linienwerbung, die ziemlich funky war. Es hat drei Thomas Breziners mit einem Schmetterling, Elijah Wood auf einem Roller, ein Drake-Meme, Robert Downey Jr. und eine Anspielung auf Alpecin-Koffein-Shampoo. Es hat alles drin, was man braucht. Ein surreales postmodernes Meisterwerk, das am besten in einer Galerie aufgehoben werde oder in einem Mistkübel. Ich kann mich nicht entscheiden. Damit kommen wir gleich zur gloriosen Preisverleihung, die ein bisschen underwhelming wird. Willkommen zu unserer After-Hour-Music-Session mit unserem ersten Song, der gewidmet ist an einen ganz besonderen Menschen in unserem Herzen, nämlich Herrn Maxi Reder. Maxi Reder ist ein Lieber, macht gute Memes jeder Zeit. Aha. Ich kenne ihn als Brony aus meiner Jugendzeit. Aber viel lieber würde ich reden über Pittinger, weil es schmeckt nach Bier. Wer reitet durch den Westen schnell wie ein Wind? Es ist Maxi Reder, das Kleinkind. Er mag Memes, Maxi Reder, der geschwindeste Meme-Macher im Netz. Aha. Jetzt zu Teil 2 unserer musikalischen After Hour. Heute präsentieren wir euch ein musikalisches Talent, das vorher noch nie Platz auf der Bühne getreten hatte. Und zwar aus gutem Grund. Er kann nämlich kein Instrument und hat kein Taktgefühl. Bitte heißen Sie Patrick Hovenitz willkommen. Ich bin der nächste Star am Austropop-Himmel. Das nächste Lied ist für Paul Jacobs. Bitte tibetanischer Kehlkopfgesang dazu. Okay. Paul, ich kann nicht atmen. Wie in Tibet. Solo. Connor Homan kennt dich aus diesem weltbewegenden Spot der Wiener Linien, als du ein 80er Mädchen im Style von Stranger Things gespielt hast. Das war ganz okay, I guess.